Hi, heute gibt es mal wieder ein Produktvideo zu Wandbildern von Saal Digital. Matteo von Synclip Studio und ich haben uns bei ihnen beworben, um einen Gutschein in der Höhe von 50 Euro zu bekommen und dürfen dann unsere eigenen Wandbilder gestalten. Ja, und fangen wir mal an auszupacken. Die Wandbilder kamen in großen Kartons, die durch schwarze Plastikbänder gesichert waren. Das Paket war zwar etwas demoliert, aber das Bild war, so wie man es sieht, komplett in Ordnung. Das Bild befindet sich auf einer großen Pappplatte, die mit einer Folie umwickelt wurde. Matteo hat sich für dieses Bild entschieden. Das hat die Maße 80x60 und ist eine Hartschaumplatte mit der Dicke von 5 mm, die bis auf 10 mm erweiterbar ist. Positive Punkte für das Bild sind: Es ist sehr leicht, es hat einen guten Preis für diese Größe. Es fängt jetzt schon bei 7 Euro an für die Größe. Gute Bildqualität, in dem Fall ist es matt, es ist stabil, witterungsbeständig gegen Regen, Sonne und so weiter, verschiedene Aufhängmöglichkeiten, die auf der Website mitbestellt werden kann, und es ist halt sehr dünn. Negative Punkte an dem Bild sind an der Seite die weißen Ränder, die stören ein bisschen, wenn man ein schwarzes Bild wieder hat, und dunkle Stellen sind sehr schnell ausgeblichen bei viel Lichteinwirkung. Zudem ist es extremst biegbar, also man muss aufpassen, dass man es nicht zerstört, wenn man zu hart damit umgeht. Ich habe mich für dieses Bild entschieden, das ein Format von 50x30 hat. Es besteht aus einer Alu-Dibon-Platte, die in der Mitte eine, ich vermute mal, Plastikfläche hat und außen zwei dünne Platten, die weiß beschichtet sind. Das heißt, Stellen, wo der Druck weiß ist, wird auch eine weiße glänzende Fläche sein. Das kann man mögen oder auch nicht. Also ich finde, es sieht relativ gut aus, da dadurch Sonnenreflexionen entstehen. Zudem ist das Bild sehr pixelgenau, es hat eine sehr gute Qualität, muss man sagen. Die Farbe ist realitätsnah, es sieht so aus, wie es auf meinem Bildschirm war, und ja. Das Bild ist etwas teurer als die Hartschaumplatte, kostet 41 Euro ohne Aufhängung, und die verschiedenen Aufhängungen gibt es auf der Website zu sehen. Zudem habe ich auf meiner Website noch weitere Informationen über das Bild geschrieben, also schaut da mal vorbei, Link ist in der Infobox. Mein Fazit zu dem Bild ist, ich bin sehr zufrieden, mir gefällt die Qualität, die Farben, und das ist das Wichtigste an dem Bild, finde ich. Der Preis ist in Ordnung. Und auch der Service und die Lieferungen gehen wirklich sehr schnell. Und auch der Support ist wirklich sehr freundlich und hilfsbereit. Also weitere Empfehlung von mir. Ja, das war's dann auch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Video. Und tschüss.